Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 2. Wir befinden uns immer noch in Loqmoin und wir haben letztes Mal den Bas von Ban Art getroffen. Anscheinend ein ziemlich wohlhabender wohlhabender Reicher, genau. Und anscheinend gibt es bei ihm Waffen. Ich bin mal gespannt, was er denn so Feines für mich hat. Oh, es gibt anscheinend einiges bei ihm. Was weißt du über die wilde Jagd? Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Alles klar, er hat gar keine Ahnung von. Okay, was verkaufst du denn so? Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Nettes Schwert. Auch nettes Schwert. Auch nicht übel. Aber ich glaube, dass meins ist immer noch besser. Das hier kommt, glaube ich, schon nah ran. Hat auch zwei Upgrade-Plätze. Aber nee, ich glaube, bisher ist das alles nicht so interessant. Distanzwaffen brauche ich ja alle nicht. Rüstung aus Tier, na ja. Schaut euch mal diese Werte an. Heilige Scheiße. Wow. Wow, die will ich haben. Die will ich aber sowas von haben. Die ist ja oberaffengeil. Okay. Woher das Geld nehmen? Dann legen wir doch mal los. Selkyks Rüstung. Ach, scheiße, die bringt nichts an Wert. Egal. Ja, und kann nicht verkauft werden. Noch besser. Was kann ich denn hier Gewinn bringen, hier an den Mann bringen? So, gewinntechnisch und so. Tränke natürlich nicht. Hier auch nichts. Adrenalin zu nah bei Treffern, das werde ich niemals einsetzen. Das hier ist ziemlich cool. Das hier ist auch nicht übel. Das ist ziemlich gut. Alchemie, was kann ich hier denn also verkaufen? Ne, irgendwas, was ein bisschen was wert ist. Hier, Endriagenspeichel, weg damit. Neckarherz, ganze 4 ist das wert, das auch. Ich habe ja auch noch einiges auf der Bank liegen, wenn es die Bank überhaupt noch gibt. Ich hoffe es mal. Endriagengift. Das hier ist alles ganz schön was wert. Ich näher mich langsam dem Preis, den ich brauche. Was brauchte ich nochmal? Ich glaube einiges. Ja, 2566. Hilfe, Hilfe. Obwohl, ich gucke erstmal, ob der noch ein Schema hat. Zerrikan Terment, ein Silberschwert. 44 bis 49. Schaden gegen alles Mögliche an Viechern erhöht. Adrenalinzunahme erhöht, Bluten erhöht, Chance auf sofortige Tötung, 1%. Bonus und Zeichenschaden plus 10%, what the... Boah, was brauche ich denn dafür alles? Diamantstaub habe ich. Drachenschuppen, puh, habe ich keine. Eisenerz genug, Silberherz habe ich auch genug, Meteoritenerz habe ich auch. Okay, sobald ich eine Drachenschuppe habe, komme ich zurück zu dir. Das sind diese Meteoritenschwerter, die brauche ich jetzt auch gerade nicht. Kairan-Gewebe. Das ist viel wert. Hau weg. Todesessenz ist auch so viel wert. Verkaufe ich mal die Hälfte von. Das hier ist auch noch einiges wert. Ach, weg damit. Ach, alles weg. Ich brauche das Geld gerade. Ich habe da gerade richtig Lust drauf. Oha. Grallenhirn. Ja. Hau weg. Was war das? Hapienei. Ach, weg damit. Draugenessenz. Das behalte ich mal noch. Brauche ich vielleicht noch für irgendwas? Krabbspinnenaugen. Oh, ganz schön viel wert. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich gucke nochmal ein bisschen bei Handwerk. Das kann ich eher verkaufen. Holzklotz zum Beispiel. Krabbspinnenpanzer. Krass, das ist viel Geld. Gargoyleherz. Ich werde bestimmt noch ein paar treffen. Also kann ich da ruhig zweimal von verkaufen. Das war da so viel wert. Ach ja, die Lizenz. Achso, ich bin ganz unten gewesen schon. Achso. Weiß ich Bescheid. Nichts wert, nichts wert, nichts wert. Nichts wert, nichts wert. Harpienfedern. Davon habe ich jetzt so viele. Verkaufe ich mal ganzen Packen von. Oh, ich habe fast das Geld zusammen. Sehr gut. Komm schon. Irgendwas kann ich da verkaufen. Hier, Harpienkrallen. Davon habe ich auch so viele. Ah, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Das ganze Leder verkaufe ich, Tuch habe ich auch noch genug auf der Bank. Weg damit, weg damit. Eisenerz habe ich auch genug auf der Bank.
Ah, viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr. Hab ich hier noch irgendwas? Harpienaugen habe ich auch so verdammt viele von. Jetzt durfte ich den Preis schon mal haben, aber ich guck trotzdem noch mal ein bisschen durch. Mutagene, Gagelstopp, bla bla bla. Ich will noch auf eine Nummer sicher gehen, bevor ich die kaufe. Und zwar... irgendwo hier hinten war noch ein Händler. Nicht, dass ich jetzt für dieses Draugurn, was ich mal gefunden hatte, wenn ihr euch erinnern könnt, Teil einer Draugenrüstung. Nicht, dass ich dafür noch ein Schema finde und die, dass sie noch besser ist oder so. Man weiß ja nie. Bertrand Vogel? Sei gegrüßt. Wir sind alle so unwichtig, ist doch voll schade. Du vielleicht? Guten Tag. Ja, dann nicht. Hast du noch was für mich? Hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet? Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Ja. Ah, das Lager. Sehr schön. Kann ich ein bisschen meinen Kran hier loswerden? War doch mal Zeit. Aber nur Handwerkszutaten, wie immer. Das sind Harpienkrallen, ganze Pechdraht, das gehärtete Leder. Boah, guckt mal auf mein Gewicht, wie wenig das geworden ist schon. Hammermäßig. Weg damit. Ab in die Bank, ab in die Bank, ab in die Bank. Ab in die Bank. So, jetzt wiege ich praktisch gar nichts mehr. Wenn es die Kammer noch gäbe, und meine Rüstung ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was wert, wenn ich den verkaufe. Oh ja, 84, das ist doch gut. Mhm. Gut. Ach, ich kaufe mir jetzt diese neue Rüstung. Die finde ich ja sowas von klasse von den Werten. Und ich hoffe, sie sieht schick aus. Ich gehe jetzt einfach mal von aus. Aus Tiernalia. Vitalität ist ziemlich hoch, das alles ziemlich hoch. Her damit. Ha. Oh, ich will sie schnell anziehen. Schnell, 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 schnell. Gib her, gib her. Yeah. Sehe ich jetzt cool aus, oder was? Ja. Jetzt sehe ich aus wie ein Hexer. Und endlich sehe ich meine Haare wieder ordentlich. Oh ja, ich habe Style. Ich habe sowas von Style. Woohoo. Coole Sache. Dann jetzt nochmal ein paar Aufwertungen draufgeklatscht. Ich suche erstmal die besten raus. Rüstung plus 1, Vitalität plus 5. Das ist also bisher das Beste. Rüstung plus 2. Ui, ziemlich cool. Auch Rüstung plus 2 mit mehr Resistenzen. Auch nicht übel. Rüstung plus 1, Vitalität plus 15, Blutresistenz plus 5%. Das ist auch ziemlich gut. Vitalität plus 15, da ist das hier besser. Warte, was war das jetzt? Okay. Das sind andere Sachen. Alles klar. Also, da kommt auf jeden Fall das hier schon mal rauf. Die Vitalität alleine ist schon so viel wert. Blutresistenz ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Oh, ist das eine gute Rüstung. Ich freue mich richtig, ne? Merkt ihr, glaube ich. Bonus zum Zeichenschaden und die Resistenzen erhöhen ist auch ziemlich cool. Ich mach nochmal das hier drauf. Ist ja auch eine epische Verzauberung. Nochmal Rüstung plus 2. Boah, was für geile Werte. Ja. Wisst ihr was? Das hier packe ich auch nochmal drauf. Das ist ziemlich gut. So, jetzt haben wir aber eine hammermäßige Rüstung. Geile Sache. Voll cool. Ich freue mich drüber. Aber das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt. Hast du noch was für mich? Ach, Silgrad wieder. Der ist ja überall. Verlasst die Königsschiffe. Was habt ihr denn für tolle Aufträge? Auftrag zur Tötung von Gargoyles. Tja, da habe ich ja schon ein paar getötet. Aber da gibt's wohl noch mehr. Herausforderung der starken Nummer. Tja, habe ich auch schon geschafft. Eleganz ist die Mutter des Prestige. Stil konturiert Charisma. Wir alle wissen, wie wichtig ein überzeugendes Erscheinungsbild sein kann. Dies gilt erst recht bei einem Gipfeltreffen von Zauberinnen, Zauberern und Königen nebst Gefolge. Alle Mitglieder der Magiergilde sind in herrlicher neuer Garderobe und mit professionell arrangierten Frisuren erschienen. Das sind lange Reisen mit ihren Unbilden stets der Feind stilbildnerischer Bemühungen. Auch das Portal einer Erzmeisterin kann Luftzüge verursachen, die die perfekt drapierte Turmfrisur grässlich verwüsten. Doch ihr müsst einen solch beschämenden Katastrophen angeschlagenen Erscheinens in der Gesellschaft nicht erleben. Ich erwarte jene Brüder und Schwestern, die eine... Wie kann ich da runter? Ich will das lesen. Hallo?
Keine Ahnung. Runter? Bild ab, Bild runter? Auch nicht. Egal, her damit. Hört auf, Gift in die Finde mehr über Gargoyles heraus. Noch ist es nicht. Ah, ich muss magische Siegel also deaktivieren. Interessant. Woher weiß ich das auf einmal? Hm, keine Ahnung. Aber nicht gegenseitig geißeln. Aber ich habe noch mehr Aufträge. Ja, das habe ich ja schon. Lock, bla bla bla. Gut. Finde und deaktiviere. Was stand da? Was stand da genau? Die Hexe erfuhr, dass Gargoyles magische Wesen waren und die Aufgabe hatten, die Stadt zu hüten. Das weiß ich wahrscheinlich aus den Büchern, die ich schon mal gelesen hatte. Sie griffen jeden an, der einen bestimmten Bereich betrat. Geralt musste also die magischen Siegel finden, die die Gargoyles an die Stadt banden, um das Problem zu lösen. Gerüstet mit Wissen und seinem scharfen Schwert zog der Hexer los. Ach, Rittersporn, wie immer übertriffst du dich selbst in deinen Ausführungen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt so Feines? Von dir habe ich schon alles, was ich brauche. Ach, ich gehe einfach mal da lang und guck, ob es da was Interessantes gibt. Mit meiner neuen Rüstung fühle ich mich ja pudelwohl, muss ich ja so mal so sagen, ne? Wer bist du? Bist du wichtig? Urtan, was machst du denn hier? Rattenfangen hatte keine Zukunft mehr. Ich hab's aufgegeben. Will jetzt in der Unterhaltungsbranche Karriere machen. Dann viel Erfolg. Diese Truppe hat Potenzial. Als ihr Prinzipal und Conferencier mache ich sie zu den berühmtesten Komödianten nördlich der Yaruga. Hast du schon unsere neue Nummer gesehen? Urtan, ehe du in Fahrt kommst, Unterhaltung hatte ich in letzter Zeit genug. Ich möchte wissen, ob du weiterhin Fallen herstellst. Für einen Fachkollegen tue ich alles. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an ihn erinnern. Kenne ich noch Witcher 1? Anscheinend, so überrascht wie Geralt ist. Was verkaufst du denn Feines? Anscheinend Fallen, oder? Oh ja, jede Menge. Und auch alles Mögliche an... Oh, Extrakt aus Endriadendrüsen. Und... verwesenes Fleisch. Ach so, das sind Köder, damit ich die Viecher anlocken kann. Das brauche ich gerade nicht. Aber danke. Was gibt's denn noch hier hinten? Hier geht's doch bestimmt noch weiter und ein bisschen was zu finden. Da wette ich mit. Oh, ein Zwerg. Schema. Oh, Schema-Char liegen hier einfach mal so rum. Nett. Mhm. Immer schön eins nach dem anderen hier umsehen. Eine Truhe mit 23 Ohren. Naja, besser als gar nichts. Werkzeuge ist bestimmt nur Gerümpel, aber vielleicht ist es ja auch ein Quest-Gegenstand. Man weiß nie. Her damit. Pechdraht. Ja, ja, ja. Steinmedaillon ist auch nur Gerümpel, aber mein Gott. Holzklotz. Da hinten geht's lang, ich weiß. Ich will nur erstmal hier gucken. Hier gibt's bloß ein Tor, das mich wahrscheinlich nach draußen führt, wenn es überhaupt funktioniert. In welche Richtung geht denn das? Da lang. Ich kann es ja mal probieren, oder? Ah, verschlossen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Warte mal, die Karte sah schon ganz schön aufgedeckt aus, kann das? Ja. In dem Bereich kann ich offenbar noch nicht rein. Mhm. Aber da gibt's noch einiges zu entdecken. Vor allem will ich wissen, wie man bei diesem Erdgenius, den wir schon gefunden hatten, die Truhe entriegelt. Dann will ich in der Kanalisation dieses tolle Schwert finden. Und generell noch einiges entdecken und erleben. Seid ihr wichtig? Immer noch schwer. Nein, anscheinend nicht. Entschuldigung, dass ich euch unterbrochen habe beim Quatschen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse oder so. Grüß dich. Willst du zur Vorstellung? Die ist bis auf Weiteres abgesagt. Wir machen jetzt den Dienstleistungen. Welche bietet ihr denn an? Ich war mal ein ziemlich guter Waffenschmied. Dann kam das Pogrom und man hat mir die Werkstatt genommen. Aber mein Fach beherrsche ich immer noch. Eigentlich schlucke ich die Klingen ja lieber, als sie zu schmieden. Aber meine Frau hat Angst um mich. Grüß deine Frau von mir. Kannst sie selber grüßen. Es ist die Lona, die Elfin mit dem Kinnbart. Aha. Wie lebt sich's mit einer bärtigen Elfin? Normal. Wir nehmen die Arbeit nicht mit nach Hause. Ach so, das ist bloß... für den Zirkus. Okay, ich weiß Bescheid. Es wäre ansonsten auch ein bisschen komisch gewesen. Oh, du verkaufst auch interessante Sachen. Was ist das denn? Schaden gegen Leichenfresser plus 1004%? Was zum... Krass. Ganz schön gute Schwerter. Das Silberschwert vor allem ist ziemlich krass. Aber da habe ich ja letztens hier das eine Schema schon gesehen. Ah, auch mal Stiefel und Hosen und so. Bombenschadenmultiplikator, Einäscherungsresistenz, nicht übel.
Fallenschadenmultiplikator auch nicht übel. Huh. Naja, egal. Aufwertung, verkaufst du anscheinend auch einiges. Nice, ja. Ganz schön gut. Ganz schön gute Sachen. Bei Schema bin ich noch interessiert. Der Gruadri. Eine Rüstung. Eine ziemlich gute Rüstung, aber ich glaube, meine ist nochmal besser. Hahaha. Pech gehabt. Was braucht man denn dafür? Nur so aus reinem Interesse. Krabbspinnenpanzer habe ich auch schon alle verkauft. Oh, die wäre aber günstig herzustellen, muss ich ja sagen. Das hier ist ein Stahlschwert. Drauf geschissen, wollte ich gerade sagen. Ach, jetzt habe ich es ja gesagt. Bäh. Sehr clever, Alex. Gut, das hätten wir erledigt. Bleib gesund. Wie geht's? Ja, mir geht's fantastisch. Die letzte Lektion vor. Oh, Zauberin. Ich will erstmal hinten gucken. Das ist ein. Jo, ihr habt schöne Rüstung. Grüß dich. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Sei gegrüßt. Ihr auch nichts. Bist du hungrig oder durstig? Bitte, greif zu. Ja, warum nicht? Okay, ja, behalt mal dein ekliges Essen. Uah. Das brauche ich gerade nicht, danke. Also sind sogar Vertreter von Nilfgaard unter uns. Es ist doch klar, dass unsere Gastgeber Freigeister und Exzentriker sind. Mein lieber Rat, kann man mit euch reden? Probleme des Nordens sollten nun wirklich Probleme des Nordens bleiben. Schelards Anwesenheit lässt sich nicht mit Extravaganz erklären. Verzeih, wenn ich anderer Meinung bin. Betrachten wir die Sache doch mal realistisch. Der Kaiser erfährt ohnehin jedes Wort, das hier gesprochen wird. Eingedenk dessen haben unsere Gastgeber ihrer hochgerühmten Gastfreundschaft Genüge getan. Hochgerühmte Gastfreundschaft. Du bist gut. Der Hexer. Interessant, interessant. Wer seid ihr bitte? Ein sehr schöner Ort mit Charakter und Tradition. Stört es euch nicht, dass hier Blut vergossen wurde? Tanet haben auch die Elfen gebaut. Wir kennen die Geschichte von Lokmuin. Dank uns erlangt es wieder seinen früheren Glanz. Man merkt bloß nichts davon. Wir warten auf die Unterzeichnung des Traktats. Der neue Rat muss von Anfang an in Einklang mit dem Gesetz handeln. Die Magie unterliegt keinen menschlichen Gesetzen. Die Herrscher könnten die Lauterkeit eurer Absichten anzweifeln. Dieses Treffen soll sie von uns überzeugen. Die Tradition der königlichen Ratgeber reicht bis in die frühesten Zeiten. Sie brauchen uns. Und ihr braucht ihr Gold und die Garantie, dass keine Scheiterhaufen brennen. Die Flöhe laden den Hund zur Beratung ein. Das ist sehr nett ausgedrückt, Geralt, sehr nett. Der vorige Rat hat ein tragisches Ende gefunden. Meinst du, diesmal wird es besser? Ich hoffe es. Die neue Institution wird von Anfang an einer genauen internen Kontrolle unterzogen. Spioniert ihr euch gegenseitig aus? Eigentlich ist das nichts Neues. Das ist notwendig. Alle Missgriffe der früheren Organisation wurden durch das Fehlen einer Aufsicht verursacht. Nicht durch überhöhte Ansprüche und Machtgier? Ein Hexer lernt wirklich sein Leben lang. Tja, hätten wir das mal erledigt. So ein paar Nebeninformationen bekommen, dass die königlichen Berater anscheinend ihren alten Job wieder haben wollen. Hier gibt's auch nichts. Ich bezweifle, dass ich das hier wegschräumen kann mit Art oder sowas. Ach, dahinter war ich ja eh schon. Der Rat spricht gar nicht von der Anwesenheit des Ordens. Ob ich da wohl durchlaufen kann? Ich würde mich ja wundern, aber. Hey. Nee, ist auch verschlossen. Naja, man kann es ja probieren. Das heißt, wir gehen jetzt noch hier hinten lang und schauen uns dort um und dann ist ja die Zeit auch schon fast wieder vorbei. Ach. Bereitet euch auf die letzte Lektion vor. Der Hexer. Grüß dich. Sei gegrüßt. Grüß dich. Ich kann mit keiner von euch reden. Oh Gott. Ist das so ein Einstellungsmerkmal bei euch Hexer, bei euch Zauberinnen? Große Brüste? Sieht ganz so aus, ne? Grüß dich. Naja, macht weiter so, ihr seid gut. Wie? Bitte, bedien dich. Bestimmt verkauft sie auch nur. Immer mit Ruhe. Lass mich in Ruhe. Warum lassen wir das zu? Tja, coole Rüstung. Gefällt mir. Würde ich gern haben. Darf ich dich töten? Nein? Danke? Oh, schade. Dann kann ich mal fragen. Auch verschlossen. In die Zelte kann ich wohl nicht rein. Was gibt's denn hier?
Verschlossene Türen. Yay. Mal was ganz Neues. Vielen... Wow. Oh, hab ich mich erschrocken. Gott, hab ich mich erschrocken. Darf ich mal mein Schwert ziehen? Danke. Okay, ihr seid hart im Nehmen. Ich bin zu alt. Aber ist euch aufgefallen, wie wenig Schaden ich genommen habe jetzt im Vergleich zu früher? Das heißt, die neue Rüstung bringt echt einiges. Naja, bei euch kann ich ja nur draufhauen. Ihr habt ja keine Schwächen. Leider. Ah, nicht sterben. Gottes Willen. Oh, ausweichen. Das war knapp. Kann ich eigentlich kontern? Geht sowas bei dir? Au! Nein, euch kann man offenbar nicht kontern, aber wehtun kann man euch immerhin. Und zack. Wow, das war kein leichter Kampf. Das war Hardcore. Puh, knapp. Ich dachte, ich gehe drauf. Dann nehme ich euren ganzen Schund mal an mich. Dankeschön und... Wir sollen ja angeblich diese seltsamen Symbole von denen platt machen. Wodurch die Gargoyles hier an diesen Ort gebunden sind. Ist da hinten irgendwas? Ja, wieder nur Pilze. Egal. Hier ist nichts Offensichtliches. Da hinten auch nochmal Pilze und so. Aber hier geht es runter. Was wir dort unten finden, erfahren... Da oben sind ja noch welche. Oh Gott. Das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Witcher 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.